ab in die Nacht des Tors und der Kinder. Bis Mitternacht befinden wir uns jetzt gerade noch in der Nacht des Tors und der Kinder. Über Thors Kinder erfährt man übrigens eigentlich gar nicht so irre viel. Die wenigen Dinge, die man herausfinden kann, über die möchte ich heute mal hier sprechen. Thor, der Gott des Donners, euch bekannt vermutlich, ist mit Sif zusammen. Sif, davon kommt übrigens auch die Sippe, die Verwandtschaft. Sif und Thor haben 3 Kinder. Ob Sif von denen die Mutter ist, das lässt sich nicht so ganz feststellen. Denn als Mutter wird in den Geschichten immer mal wieder jemand genannt mit dem Namen Jan Saxa. Jan Saxa wird tatsächlich auch Sif an einigen Stellen in der Edda genannt. Allerdings auch eine Riesin, mit der Thor eventuell auch diese Kinder haben könnte. Und auch andere Figuren. Jan Saxa, so heißt so viel wie Eisenmesser, ist aber auch für unsere Herkunft eigentlich ganz interessant, so wie ja eben auch Sif, die Sippe. Jan Saxa, da steckt natürlich der Sachse drin, nicht wahr? So, die sächsische Mutti, ne? Weiß man nicht so genau, ob sie denn auch wirklich die leibliche Mutti ist von diesen Kindern. So, wie heißen diese Kinder? Wir haben da 2 Söhne, Magni und Modi, und die Tochter Trut. Und während Magni und Trut der Starke und die Starke heißen, also viel von ihrem Vater haben, heißt Modi, der übrigens auch gar nicht so häufig erwähnt wird, der Zornige. Ja, in der Edda wird er nicht so oft erwähnt. Wenn ihr mehr über den rausfinden wollt, über den Zornigen, ihr findet ihn immer ganz, ganz unten am Ende meiner Kommentare. Da tobt er sich aus, der Zornige. Ebenso wie übrigens auch Hati und Skol, die beiden Wölfe, die den Mond und die Sonne verfolgen, Hass und Verachtung, auch die könnt ihr hier unten in den Kommentaren kennenlernen. Wollt ihr aber wahrscheinlich gar nicht. Über Modi erfahren wir zum Beispiel auch schon mal nicht besonders viel in der Edda. Was wir jetzt jedenfalls über diese Kinder erfahren, davon erzähle ich euch jetzt mal so ein bisschen was. Im Alvismal, also im Alvislied, über den offensichtlich sehr viel wissenden Zwerg Alvis, erfahren wir ganz indirekt ein bisschen was über Trut. Wir erfahren aber nicht wirklich besonders viel, denn es ist ein Austausch zwischen dem Zwerg Alvis, der im Unterreich unter der Erde lebt, und Thor. Alvis möchte Trut heiraten und Thor ist dagegen. Und so macht er eine kleine List mit Alvis, also er fragt ihn aus, über Nacht, das ist übrigens das Alvislied, ist im Grunde genommen deswegen auch einfach ein Gedicht oder Lied, in dem man einfach eine Menge Wissen erfahren kann. Wartet mal, ich will euch ein paar kleine Beispiele nennen. So, das Alvislied ist eine... Ich glaube, ich habe hier Geister gerade. Das Alvislied ist, wie der Name schon sagt, kommt da eine Menge Wissen drin vor tatsächlich. Also das könnt ihr euch gerne mal alle durchlesen in der Edda. Im Grunde genommen sind da sehr viele Vokabeln, die man sich mal ganz genau anschauen kann. Und Thor fragt Alvis aus über sein Wissen, über die Welt. Der Zwerg Alvis, wie der Name schon sagt, weiß eine ganze Menge. Thor weiß auch eine ganze Menge, erfahren wir. Und du kannst übrigens auch eine ganze Menge lernen, wenn du das liest. Worauf er aber nicht achtet, Thor fragt ihn so lange aus, bis die Sonne aufgeht und am Ende erstarrt der arme Zwerg aus der Unterwelt zu schneien. Tja, da gibt es auch 2 Dinge in diesem Alvislied, die ich mal kurz vorlesen will. Nämlich da werden da Namen abgefragt. Sag mir, wie man den Mond nennt, sag mir, wie man die Sonne nennt und so weiter. Und in den verschiedenen Reichen haben diese Dinge verschiedene Bezeichnungen. Und so ist zum Beispiel die Strophe, die nach der Sonne fragt. Sage mir, Alvis, von allen Weltreichen weißt, Zwerg, du wohl, wie man die Sonne heißt, die da sehen die Menschen bei den Bewohnern jeder Welt. Alvis sagt, Sonne bei den Menschen, Südglanz bei den Göttern, Dvalins Zwang beim Zwergenvolk. Leuchte bei den Riesen, Lichtrad bei den Alben, Allrein bei den Asensöhnen.
Und das Feuer, da kommt die gleiche Strophe mit der Frage nach dem Feuer. Und Alvis antwortet, Feuer bei den Menschen, Flamme bei den Asen, bei den Wahnen Waberbrand, Fresser bei den Riesen, Flackerer bei Hell, Verzehrer beim Zwergenvolk. Ja, die Zwergen sind mit dem Licht nicht so ganz, das ist nicht so ganz deren Ding. Und so erstarrt der Zwerg zu Stein und heiratet Trud eben nicht. Was wir aus der Geschichte nicht erfahren ist, hätte Trud den Zwerg gerne geheiratet? Guter Anhaltspunkt am heutigen Tage, sich das zu fragen, wollte Trud den Zwerg heiraten, beziehungsweise wenn du mit deinem Kind so ähnliche Dinge hast, vielleicht versuchst du dein Kind vor Dingen zu beschützen, welche auch immer das sein mögen. Füll hier einfach deinen eigenen Bedarf nach einem Schutz für dein Kind ein. Vielleicht hast du das Bedürfnis, dein Kind vor irgendwas zu beschützen. Und vielleicht weißt du aber gar nicht, ob dein Kind diesen Schutz überhaupt nötig hat. Also, anstatt dir große Kämpfe mit irgendwelchen Zwergen zu liefern, die am Ende noch zu Salz, nein, das ist ein anderer Mythos, die am Ende noch zu Stein erstarren, geh doch mal zu Trud ins Zimmer und frag sie, welchen Schutz sie nötig hat. So viel zu Trud. Kommen wir zu Magni. Über Magni erfahren wir zum Beispiel, dass er den Namen der Starke nicht umsonst trägt, denn er ist eindeutig der Stärkste von einfach allen Göttern, da er schon als klitzekleiner Junge seinen Vater einmal befreit, als ein Riese, der Riese Rungnir, einmal auf seinem Vater Thor liegt, nachdem Thor den Riesen zwar besiegt hat, aber nun unter ihm liegt und aus eigener Kraft, verletzt wie er ist, nicht mehr rauskommt. Ist der Sohn jetzt sogar stärker als Thor? Immerhin hat er ihn ja rausgekriegt und Thor sich selber nicht. Wissen wir nicht, denn Thor ist ja bereits verwundet. Auf jeden Fall wissen wir, er ist sehr, sehr stark. Als Belohnung erhält er dafür übrigens von seinem Vater das Pferd Gullfax, das dem Riesen Rungir gehörte. Ja, und Modi taucht nur ein einziges Mal auf im Hürmjalir und dann noch einmal ein einziges Mal gemeinsam, muss ich nachschauen, im Vaftrudmir-Lied. Ich habe es jetzt extra 50 Mal aufgeschrieben, aber das kann ich mir so schlecht merken. Vaftrudmir. Vaftrudmir-Lied. So, Vaftrudmir, der Riese Vaftrudmir. Odin und Riese Vaftrudmir liefern sich in diesem Lied eine Wissensschlacht, so wie im Alvis-Lied Thor und der Zwerg Alvis. Eine der Fragen von Odin an, weil Vaftrudmir. Und jetzt alle, 1, 2, 3, Vaftrudmir. Also, Odin fragt den Riesen Vaftrudmir, wer Ragnarök überleben wird. Und da erwähnt Vaftrudmir unter anderem die beiden Söhne Thors, Magni und Modi. Wir erfahren, dass diese beiden Söhne gemeinsam den Hammer Thors erben werden, der wohl sterben wird bei Ragnarök. Und sie werden gemeinsam mit Balder und Öda sowie mit den Söhnen Odins über die Welt herrschen und die Menschen beschützen. So steht es da. Was können wir daraus für eine Lektion für heute mitnehmen? Zwei, finde ich. Die eine ist, macht euch klar, dass ihr eure Kinder zu Überlebenden einer Schlacht aufziehen wollt, die ihr selber im schlimmsten Fall nicht überleben würdet. So, jetzt mal langsam. Ich rede hier nicht von Krieg etc., ganz entspannt. Ich rede davon, dass jede Familie so ihren eigenen Kampf hat, ihre eigene Schlacht zu kämpfen hat, ihre eigenen Konflikte zu regeln, ihre eigene Aufgabe, um Weltfrieden herzustellen. Denn der Weltfrieden beginnt ja in deiner kleinen Familie. Wenn du da keinen Frieden schaffen kannst, wie schaffst du dann Frieden auf diesem ganzen Erdenreich? Mach dir also klar, dass erstens, du möchtest keine abhängigen Kinder. Du möchtest, dass sie stark sind und alles überleben. Der Starke und die Starke, das sind die Kinder, die du haben möchtest.
Und das sind die, die du ausbildest und denen du auch vertraust, dass sie auch im Notfall dich anleiten könnten und dich befreien und retten könnten, dass sie dein Leben retten könnten und nicht immer nur du, der sogenannte moderne Helikoptereltern, oberhalb deiner Kinder bist und sie vor allem vermeintlichen Übel beschützt, so wie wir ja auch seit diesem Terroranschlag 9/11, ihr wisst schon, werden wir ja auch alle so herrlich beschützt von oben, nicht wahr? Ja, das gibt es auch nicht erst seit 9/11 so, aber so versteht ihr mich jedenfalls alle. Seid keine 9/11-Parents, seid keine 9/11-Eltern, seid keine Terrorschutzeltern. Macht eure Kinder zu starken Seelen und vertraut ihnen eine Menge zu. Die andere Lektion, die wir daraus lernen können, ist Magni der Starke und Modi der Zornige. Zorn ist eine Eigenschaft, die wir eher negativ bewerten, die wir nicht gut finden. Wut, die wird oft unterdrückt, die wird ja auch dann oft gar nicht genannt, offenbar. Von Modi erfahren wir nicht viel. Zorn ist nicht so schön. Wie gesagt, wenn ihr es erfahren wollt, unten in den Kommentaren. Da tobt er sich aus, der Zorn. So, jetzt ist es aber so. In diesem Zorn steckt ja auch viel Gutes und eine Menge Kraft. Und beide sind die Kinder Thors und vereinen Eigenschaften Thors in sich, könnte man sagen. Denn Thor selbst ist eigentlich auch wie ein trotziges kleines Kind, sehr häufig. Es ist keine besonders besonnene Energie, der Donnergott. Der zürnt und donnert und kracht herum und es poltert mächtig und es geht einiges kaputt, wenn so ein zorniger Thor durch die Gegend wütet. Das gleiche gilt für Modi, diesen Zorn. So, den Zorn muss man aber gar nicht verurteilen und der ist auch genauso gut wie auch die Stärke Magnis und beides gemeinsam. Eine besondere Stärke gepaart mit dem Zorn, den im Moment viele Leute spüren, hat eine große Macht und kann Menschen am Ende beschützen. Das ist eine ganz gute Botschaft, finde ich, für den Tag des Thors und der Kinder. Was die Tradition angeht, Thor ist oft verbunden mit dem Julbock, mit Böcken insgesamt. Der reitet einen. Ach, das könnt ihr mal alles selber nachlesen. Habe ich übrigens auch mich gefragt. Ist ja spannend, der Peter Pan aus meinen Recherchen, der reitet ja auch auf einer Ziege. Naja, wie ihr ja wisst, da gibt es ja eine Menge Mythologien, die sich mit diesen diversen Symbolen auch befassen. Und da ist ja auch einiges durcheinander geraten. Und da müssen wir auch über all diese Dinge unbedingt mal sprechen. Vor allem über das mit dem Satanismus und so. Jedenfalls, die Tradition deiner Vorfahren sieht vor, dass du an diesem Tag Julböcke aus Stroh bindest. Ihr kennt ja diese Stroh-Weihnachtssterne zum Beispiel, Strohböcke und so weiter. Strohschmuck für den Weihnachtsbaum. Das kommt daher, dass man sich eben damals diese zwei Julböcke aus Stroh band und sie vor die Tür stellte. Damit zeigte man den Göttern, dass Thor willkommen ist und erbat sich seinen Schutz fürs kommende Jahr. So. Und im kommenden Jahr sind wir ja jetzt auch sozusagen. Wir beginnen gerade die Vorbereitung des neuen Jahres. Die ersten 6 Nächte haben das alte abgeschlossen. Die nächsten 6, jetzt und die kommenden, leiten das neue ein. Also, wenn du heute Abend irgendwann mal noch in einem meditativen Zustand dich befindest oder jetzt, wann auch immer es dir gerade passt, dann geh noch einmal in dich und stell dir vor, wie all das Alte, was du nicht mehr haben willst, was du in den letzten Tagen dir überlegt hast, im letzten Jahr zu lassen, stell dir das nochmal alles vor deinem geistigen Auge vor und anstatt es dann zu verbrennen oder wegzuschicken, beginne ab jetzt mal mit dem Versuch zu transformieren. Mach mal so eine hübsche kleine Übung, Augen zu, stell dir irgendwas vor, was dich im letzten Jahr extrem gestresst hat, nimm diese Situation und dann pack sie entweder in eine Hülle aus weißem Licht oder vielleicht kannst du auch einfach eine lila Flamme erscheinen lassen. Und in dieser Flamme oder in diesem Lichtball transformierst du diese Erfahrung, stellst sie dir weiter vor und stellst dir dann vor, wie du es stattdessen haben möchtest. Also als Beispiel,
Wenn du dich zum Beispiel von einem lieben Freund im Streit getrennt hast, dann stell dir diese Streitsituation vor, nimm dieses Licht und transformiere die Situation in deiner Vorstellung zu einer, wo ihr euch respektvoll verabschiedet voneinander. Und vielleicht anstatt, dass der andere zu dir sagt, du bist scheiß dumm, sagt er diesmal einfach sowas wie, ich bin dankbar für die guten Erfahrungen, die wir zusammen hatten. Schade, dass es hier nicht weitergeht. Ich wünsche dir alles Gute. Transformiere heute einfach mal schlechte Situationen gedanklich in bessere Situationen. So. Ich sehe auch schon die ganze Zeit bei diesem dollen, grellen Licht, dass mein Augen-Make-up nicht so super gut gelungen ist. Kritik in die Kommentare. Umso zorniger, desto tiefer. Ihr werdet es sehen. Umso tiefer man hineinfühlt, umso mehr man in die Tiefe geht, ne, desto dunkler und schlimmer wird's. Das ist in den YouTube-Kommentaren gar nicht anders als in deiner kleinen Seele. So, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Nacht. Lasst euch von nichts und niemandem ärgern. Wer noch zu viele ärgerliche Gedanken aus dem letzten Jahr hat, der versucht heute bitte einfach nur irgendwie einen ganz leeren Raum für sich zu schaffen, innerlich wie äußerlich. Schaff so viel Platz, gedanklich und räumlich, wie du nur kannst. Und entspann dich. Entspann dich zutiefst. Weil wir wollen jetzt anfangen, das neue Jahr einzuleiten. Und das wollen wir doch glücklich und entspannt haben, ne? Und nicht nervig und gestresst. Nee, mehr fällt mir nicht ein. Ich gucke mir jetzt ein bisschen meine Runensteine an. Bis zum nächsten Mal. Waff tut mir. Waff tut mir. Was ich mir nicht merken kann, waff tut mir. Was ich mir jetzt vielleicht endlich merken kann, waff tut mir. Waff tut mir.